Andy Warhol bedeutet Pop Art. Seine Campbell's Soup Cans und Marilyn Monroes sind weltberühmt. Seine Shot Sage Blue Marilyn von 1964 wurde 2022 für satte 195 Millionen Dollar bei Christie's in New York versteigert. Ein absoluter Rekord. Denn nach Salvator Mundi von Leonardo da Vinci ist es das zweitteuerste versteigerte Kunstwerk überhaupt. Was auf jeden Fall eine interessante Wendung ist, denn mit seinen in Serie produzierten Werken hielt er dem Kapitalismus stetig eigentlich einen Spiegel vor. Warhol war aber auch noch viel mehr als nur die Pop-Art. Er war hingebungsvoll, erotisch, begehrte. Diesem Teil in seinem Werk, dem männlichen Begehren und seiner Auseinandersetzung mit sexuellen Identitäten, widmen sich aktuell zwei Ausstellungen in Berlin. Einmal die Fotografiska mit After the Party und die neue Nationalgalerie mit Velvet Rage and Beauty. Über letztere sagt Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins, es sei eine Ausstellung, wie sie sie noch nie gesehen hat. Und ihr Kollege Boris Pofalla kommentiert, eine Full-Front-Nudity-Show. Ja, was sich dahinter verbirgt und welche Rolle Queerness in Warhols Leben und Werk spielen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Aline Wrozina. Hi. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Im ersten Teil dieser Folge spreche ich mit Elke Buhr und Boris Pofalla vom Monopol-Magazin. Die beiden sind nämlich gerade frisch aus der neuen Nationalgalerie zurückgekommen und konnten schon mal vorab einen kleinen Blick in die Warhol-Ausstellung werfen. Und im zweiten Teil spreche ich mit Thomas Schäfer. Er hat After the Party in der Fotografiska kuratiert. Aber an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Hallo an Elke Buhr und Boris Pofalla. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Andy Warhol, der gilt ja unbestritten als Begründer der Pop-Art. Daher kennen wir ihn irgendwie alle. Er kam ursprünglich aus der Werbung und war da auch schon ab den 1950er Jahren ziemlich erfolgreich. Ich habe auf jeden Fall, vielleicht geht's euch so oder den HörerInnen, ich habe da auf jeden Fall sofort seine Campbell's Soup Cans im Kopf oder die Porträts von Marilyn Monroe. Warhol hat aber auch noch viel mehr als das gemacht. Seine erotische Seite in der Kunst wird gerade erforscht in der neuen Nationalgalerie in Berlin. Da jetzt tut sich für mich so ein bisschen die Frage auf, was wissen wir denn eigentlich über diesen sehr bekannten Künstler, über Andy Warhol noch nicht? Ja, das ist immer eine gute Frage. Man denkt, okay, schon wieder eine große Warhol-Ausstellung. Aber Boris und ich durften ja heute schon reingucken. Die Ausstellung ist noch nicht ganz fertig. Aber Klaus Biesenbach, der Direktor der Nationalgalerie, hat uns eine kleine Vorabführung gegeben. Das war ganz spannend. Es standen noch ganz viele Sachen auf dem Boden und so weiter. Das ist alles noch nicht da. Aber es ist eine Warhol-Ausstellung, wie ich sie noch nie gesehen habe. Also Warhol ist ja einfach einer der erfolgreichsten, teuersten, bekanntesten, berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts. Und er hat ganz viele Werke geschaffen, die wirklich Ikonen der zeitgenössischen Kunst sind. Aber das sind halt vor allen Dingen die Marilyns, seine Marilyn Monroes, diese Star-Siebdrucke und es sind die Flowers, die Blumen, solche Sachen. Und sowas ist halt in der Ausstellung so gar nicht zu sehen. Stattdessen sind halt ganz viele Hintern und Genitalien, um das mal so zusammenzufassen. Und das konzentriert sich wirklich ganz straight auf dieses, also einfach auf homosexuelles Begehren. Also das ist das Thema dieser Ausstellung. Und so habe ich das wirklich noch nicht gesehen. Wie ist dein Eindruck, Boris? Ich hatte schon mal die Gelegenheit, vor ein paar Jahren im Museum Ludwig eine Warhol-Retrospektive zu sehen, die auch die frühen Arbeiten sehr stark betont hat. Und das waren oft auch erotische Zeichnungen und Ladies and Gentlemen war auch schon zu sehen. Also das waren eher selten ausgestellte Serien. Und aber in dieser geballten Kraft habe ich es auch noch nicht erlebt. Also es ist schon speziell. Ich glaube, eine so Full-Front-Nudity-Show hat man in der Nationalgalerie noch nicht gesehen. Okay, auf jeden Fall spannend. Kommen wir mal ganz kurz so ein bisschen zu dem zeitlichen Kontext. Als Warhol in den 1950er Jahren in der Werbung aufstieg, da zeichnete er parallel seine Boy-Books. Könnt ihr so ein bisschen den Kontext da so ein bisschen drüber erklären, was war da in dieser Zeit los in den USA und wo steht Warhol? Weil wenn ich an die 1950er Jahre denke, denke ich halt an dieses sehr traditionelle Familienbild etc.
Ja, also in den 50ern muss man sich vorstellen, war Homosexualität ja noch illegal, also in New York bis 1980 und insgesamt in den USA komplett, also bis 2003 war es im Grunde genommen noch mit dem Makel der Strafbarkeit zumindest auf Papier behaftet. Und es war auch eine Zeit, in der Kommunismus-Hysterie herrschte, also es war eine eher konservative Zeit. Und umso erstaunlicher ist es, dass Andy Warhol wahnsinnig offen eigentlich homoerotisches Begehren auf Papier gebracht hat. Also er hat dieses Boybook, was du erwähnt hast, das war ein Projekt, was er am Ende gar nicht umgesetzt hat, sondern er hat eine Mappe gehabt mit Zeichnungen von jungen Männern, deren Gesichtern, deren Füßen, Körperteilen. Und es ist schon sehr, sehr queer und in seinem ganz charakteristischen Zeichenstil. Der ihn später auch als Illustrator wirklich berühmt gemacht hat und erfolgreich. Und mit dieser Mappe ist er zu einer Galerie gegangen und hat versucht, da zu landen. Das hat nicht funktioniert. Und es hat dann später eine Ausstellung gegeben, aber das hat nie so richtig eingeschlagen. Und deswegen ist es insofern bemerkenswert, als dass Warhol da auch überhaupt nicht versucht hat, irgendeinen Mainstream anzuzapfen, sondern er hat im Gegenteil etwas reingebracht, versucht reinzubringen in die Kunstwelt, was die gar nicht unbedingt haben wollte. Es war ja die Zeit der abstrakten Expressionisten, der großen maskulinen Maler und der Nicht-Figuration, der Abstraktion. Ja. Und insofern ist es eigentlich super untypisch und ja, schon ziemlich erstaunlich, dass Warhol, der oft so als ein karriereorientierter Künstler gilt, sich so früh immer schon für seine Leidenschaft und seine Kunst eingesetzt hat. Ja, das Interessante ist ja auch, die abstrakten Expressionisten, von denen waren ja viele auch schwul, aber das spielte bei denen ja überhaupt keine Rolle. Also die traten dann auch mit irgendwelchen Pseudo-Ehefrauen auf und so weiter. Also ich meine, also Cy Twombly zum Beispiel, einer der großen Künstler des 20. Jahrhunderts, ist auch schwul. Der hat aber eben nicht so explizit das zum Thema gemacht und es hat ja auch damals niemand figurativ gemalt. Es ist ja wirklich erst seitdem in den 1960er Jahren dann die Pop-Art sich durchgesetzt hat, dass überhaupt Figuration erstmal wieder möglich war, aber dann ja auch so auf so eine Weise, praktisch, das war ja auf so ein Umweg, also dass man sagt, okay, man bildet jetzt die Konsumkultur ab. Also das heißt, dass das, was Warhol ja machen wollte, unter anderem mit diesen erotischen Zeichnungen und so, wirklich überhaupt nicht in die Kunstwelt der Zeit passte und man also im Nachhinein ist es natürlich auch relativ offensichtlich, dass da was verdrängt wurde, also dass man es auch nicht sehen wollte. Mhm. Kommen wir noch mal kurz zu der Ausstellung, Boris, die du gerade schon erwähnt hattest, im Museum Ludwig in Köln. Da haben die sich auch mit der Queerness von Warhol auseinandergesetzt. Was ist dann aber noch mal zu heute, zu der Ausstellung in der Nationalgalerie jetzt gerade anders? Köln hat trotzdem noch eine richtige Gesamtretrospektive versucht. Und das heißt, da war die Pop-Art auch breit vertreten. Da waren viele Werkgruppen, die man so von Warhol kennt auch. Und jetzt in der Nationalgalerie ist es eigentlich eine Lücke, die bewusst gelassen wird. Also man wird keine Marilyn oder dergleichen sehen, sondern es ist wirklich, Wiesenbach spricht ja vom roten Faden, der sich durch Warhols Werk zieht, der aber eben bisher immer ausgeklammert wurde. Und deswegen zeigt er uns quasi nur diesen roten Faden. Und es ist auch so, die Nationalgalerie hat auch mal eine Warhol-Ausstellung gemacht vor, ich glaube, so 2002 oder 2003 oder so. Und da habe ich mir den Katalog angesehen und tatsächlich ist einem auch, wird einem bewusst, dass es auch viele Dinge gibt, die man immer ignoriert hat in den letzten Jahrzehnten von Warhol. Also gerade die Sex-Parts, so heißt diese Serie, glaube ich, die sehr explizit sind, das hat man eigentlich kaum jemals gesehen. Damit beschäftigt sich ja auch die Biografie über Warhol, die auch zur selben Zeit, wie diese Ausstellung stattgefunden hat, ungefähr rauskam vom US-amerikanischen Kunstkritiker Blake Gopnik, der sich ja intensiv auch mit dem Sexleben von Warhol beschäftigt hat. Ich hatte im Kopf, dass er irgendwie eigentlich mal als asexuell beschrieben wurde, was er ja gar nicht so über sich, glaube ich, gesagt, sicherlich nicht gesagt hat. Was hat denn diese Biografie mit dem Bild, was wir vielleicht von Warhol haben und der Rezeption seiner Kunst gemacht? Ich glaube, dass das schon was verändert hat. Also dieses Bild, das hat Warhol ja selber produziert. Also dieses Bild des distanzierten, coolen Künstlers, der auch alles extrem
Ja, so der wirkt immer so zynisch und so abgezockt nach dem Motto, ich mache halt, wofür ich Geld bekomme und so. Und der auch wirklich seine privaten Beziehungen, also seine Liebesbeziehungen komplett rausgelassen hat. Also es gibt ja schon in seiner Kunst, ist ja sowas wie Beziehung, ist ja ganz tief verwurzelt durch diese Factory, also dadurch, dass er ja auch immer sein Umfeld dargestellt hat, fotografiert, gefilmt, gemalt und so. Und das wusste man ja auch, das war immer Teil des praktisch offiziellen Warhol-Kanons, dass man diese Factory-Leute und das so Party machen, zusammen rumhängen und so weiter, dass das total dazugehörte zur Warhol-Welt. Aber wirklich die konkreten Beziehungen, die waren eigentlich immer so ein bisschen außen vor. Und in dieser Biografie werden die halt sehr genau beschrieben. Und diese Warhol-Ausstellung, die halt von der Tate ins Museum Ludwig kam, da vor ein paar Jahren, über die wir gerade geredet haben, ich glaube, die hat schon wirklich so diese Biografie sehr stark aufgenommen. Also es kam so ein bisschen gleichzeitig, dass man da gesagt hat, okay, jetzt schauen wir wirklich mal in die in das, was da war. Und die ist so recht anekdotisch. Da steht wirklich viel, viel drin. Und damals stellte sich dann ja auch die Frage irgendwie, wollen wir das eigentlich wirklich so en Detail wissen oder verwechseln wir jetzt vielleicht wieder das Leben mit der Kunst? Also ich finde, das stellt auch eine interessante Frage. Also wie ist eigentlich jetzt das Privatleben, wie verbindet sich das jetzt wirklich mit der Kunst? Und da versucht jetzt Biesenbach eigentlich eine neue Antwort drauf zu geben, indem er es wirklich sagt, okay, ich zeige die Liebesbriefe nicht und ich zeige hier auch keine sozusagen dreckige, ich wasche keine dreckige Wäsche, keine Unterwäsche, sondern es geht mir ja hier darum, das Thema in der Kunst, wirklich in seiner Kunst zu zeigen und da sieht man genug. Spielt denn Warhol jetzt für queere KünstlerInnen eine, seitdem diese Biografie rauskam, eine andere Rolle? Ist er da überhaupt, spielt er überhaupt eine herausragende Rolle? Ehrlich gesagt, du, ich weiß nicht, ich kann nicht in den Kopf von so vielen Künstlern gucken. Das weiß ich nicht so genau. Das Buch ist jetzt schon sehr lesenswert, aber es ist auch sehr dick und es ist sehr ausführlich. Also das ist schon was für Leute, die sich wirklich, wirklich, wirklich für Warhol interessieren und viele Details wissen wollen. Und ja, das ist die Frage, ob sich das jetzt jeder geben wird. Es ist natürlich auch so, dass die Rezeption immer bestimmt ist davon, wer macht jetzt Ausstellungen und wer zeigt welche Kunst. Und es gibt ja Künstler, die sehr viel erotische Kunst produziert haben. Mir fällt zum Beispiel auch Picasso ein. Und da hat niemand ein Problem damit, das zu zeigen. Und es wird auch nicht negiert. Mhm. Und das wird auch immer wieder zum Thema gemacht. Und ich glaube, ein Punkt der Ausstellung ist auch, dass man das mal ein bisschen korrigieren möchte, dass vielleicht Warhol auch sehr stark von heterosexuellen Ausstellungsmachern, sag ich mal, bereinigt wurde um die Dinge, die man nicht so gerne sehen will. Das könnte ich mir vorstellen. Warhol ist auf jeden Fall in den letzten, also Warhol war nie eine Ikone der queeren Kunst, wirklich gar nicht. Also das war nicht das, wofür er stand, sondern Warhol steht ja eigentlich für die Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus und steht für die Frage nach dem Business und für die Frage nach der Serialität und die Frage nach dem Original. Also das sind ja immer Fragen, die so der Kunsthistorik mit ihm verbunden hat. Und wenn man ihn jetzt dann halt biografisch auch mit seiner Homosexualität so stark identifiziert, stellt sich natürlich die Frage, ist das praktisch so wegen dem identitätspolitischen Trend oder ist es einfach eine Facette, die gefehlt hat? Und ich glaube, ich finde es polemisch zu sagen, das ist halt Identitätspolitik. Ja. Ich finde, weil wenn es sich so stark im Werk wiederfindet, dann ist es auch etwas, was einfach gezeigt werden muss. Man kann dann ja immer noch denken, okay, aber ich finde an Warhol trotzdem was anderes interessant, ich finde die Künstlichkeit interessant, mich interessiert nicht sein authentisches Begehren, aber trotzdem finde ich das gut, das anzuerkennen, dass es im Werk eben verarbeitet wird und wie es verarbeitet wird. Ja, sexuelle Orientierung spielt ja einfach für viele Menschen eine zentrale Rolle und das auch in der Kunst. Boris, du hast es gerade schon das Stichwort gegeben, Pablo Picasso. Du vergleichst in deinem Text Warhol mit dem heterosexuellen Frauenverschlinger Pablo Picasso, wenn es um die Rezeption der beiden geht. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, worum es da geht in deinem Text und was du damit meinst? Ich habe nur diese Parallele gezogen, weil natürlich man bei Warhol und bei Picasso sofort denkt, ich habe das schon alles 20 Mal gesehen und es ist wirklich zu Ende erzählt. Die Frage ist eben, soll man überhaupt diese Arbeiten so groß ausstellen? Ist dieser Fokus wichtig? Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und wie gesagt, ich denke, bei dem Spätwerk von Picasso zum Beispiel würde man auch jetzt nicht sagen, das ist jetzt unwichtig oder so.
sondern es ist eine Art von Kraft, die sich sicherlich durch die Biografie hindurchzieht. Und deswegen ist sexuelle Orientierung oder sexuelles Begehren sehr wichtig für diese Künstler, weil es eine Antriebskraft ist. Und man sieht auch bei Warhol, dass sich bestimmte Motive, und es geht hier auch um Schönheit in der Ausstellung ganz stark, um männliche Schönheit, das zieht sich eigentlich wirklich von den späten 40ern, Anfang der 50er bis in die letzten Arbeiten, die Warhol gemacht hat. Und insofern ist das derartig unübersehbar, was wir da jetzt gezeigt bekommen, dass man das wirklich schon auch ernst nehmen muss. Sexualität ist eine Art Triebkraft, also eine grundsätzliche Kraft, die auch das Werk sozusagen antreibt. Das sieht man bei Warhol jetzt. Ja. Und dann erklären sich auch andere Dinge. Also auch die Verbindung, bei Warhol hat man sehr oft den Tod vor Augen. Es gibt die elektrischen Stühle, es gibt die Autounfälle. Es gibt, also das Motiv des Todes ist ganz stark bei Warhol. Und es gibt ja die Theorie, dass das auch mit Homosexualität in Verbindung gebracht wird, dass da so Todessehnsuchtsmotive eine Rolle spielen. Und wenn man eben weiß, dass der letzte Partner von Warhol an AIDS gestorben ist, dann macht das plötzlich auch wieder einen anderen Sinn. Also insofern, ja es ist schon ein zentraler Strang in diesem Schaffen. Jetzt habt ihr schon so ein bisschen drauf geteasert, wir haben schon drüber gesprochen, was es in der Ausstellung so zu sehen geben könnte. Viel nackte Haut, habe ich jetzt gehört. Was glaubt ihr denn, für wen lohnt sich diese, also ich meine, Ausstellung lohnt sich immer, aber wen könnte diese Ausstellung nochmal anders catchen als vielleicht andere Ausstellungen? Ich bin total gespannt, wie die rezipiert wird, weil das ist wirklich nicht besonders für, also ich sehe jetzt nicht irgendwie die Familien mit den Kindern auf dem Sonntagsnachmittagsausflug in diese Ausstellung, obwohl das bestimmt auch total instruktiv wäre für viele Leute, aber sie ist wirklich schon sehr explizit und ich finde das total spannend, also natürlich, es gibt nicht nur Hintern und Geschlechtsteile, männliche Geschlechtsteile zu sehen, aber schon sehr viele, es gibt gleichzeitig aber auch diese total spannenden, ganz vielen Polaroids von ihm selber, wie er sich auch so verkleidet, wie er selber so ein bisschen wie in Drag ist und also man kommt irgendwie dem Warhol-Bild noch mal ganz anders nah. Aber ich finde es schon sehr mutig, diese Ausstellung so zu machen. Also Warhol ist ja normalerweise immer so ein Blockbuster. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Ausstellung in der Nationalgalerie funktionieren wird. Das bin ich auch, Elke. Und ich finde aber auch, dass Ausstellungen nicht immer alle abholen müssen. Also es muss nicht immer alles für alle sein. Insofern, wenn es nur einen Teil des Publikums erreicht, dann ist es auch okay. Das sagen Elke Buhr und Boris Pofalla vom Monopol-Magazin. Mit den beiden habe ich über Andy Warhol und sein erotisches Werk gesprochen, denn die neue Nationalgalerie in Berlin legt in ihrer neuen Ausstellung Velvet Rage and Beauty explizit den Fokus auf Warhols männliches Begehren. Danke euch beiden auf jeden Fall an dieser Stelle für das Gespräch. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Nicht nur die neue Nationalgalerie zeigt momentan Werke von Andy Warhol, auch die Fotografiska beschäftigt sich in der Ausstellung After the Party mit Warhols Suche nach Schönheit und Verbundenheit. Und genau darüber spreche ich gleich mit Thomas Schäfer. Er hat nämlich After the Party kuratiert. Es laufen schon so ein bisschen die Rausschmeißer-Songs und langsam geht das Licht an. Die letzten GästInnen suchen ihre Mäntel und Taschen, ein letztes Küsschen auf die Wange und dann geht's auch schon ab durch die Tür und nach Hause. Vielleicht haben viele von euch so oder so ähnlich das Ende einer Party noch im Kopf oder zumindest so irgendwann erlebt. Da ist so ein Gefühl der Benommenheit, was zurückbleibt, plötzliche Stille, eine seltsame, müde Ruhe und auch Erschöpfung. Und genau dieses Gefühl greift die Ausstellung After the Party in der Fotografiska in Berlin auf. Thomas Schäfer hat sie kuratiert und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hi Thomas. Hi Eileen, danke schön für die Einladung. Sehr gerne. Ihr zeigt in der Ausstellung nicht irgendwelche Partybilder, sondern Fotografien von Andy Warhol. Wen und was hat er denn da alles vor seine Linse bekommen? Also wenn man an Andy Warhol denkt, kommen einem natürlich die Bilder und Siebdrucke von den Suppendosen oder die Porträts von Marilyn Monroe oder Mao in den Sinn. Diese Werke sind bekannt und ein Sinnbild und
Stil, für seine Faszination für kommerzielle Produkte und die Promikultur. Nicht aber unbedingt seine fotografischen Zeitdokumente des hedonistischen und liberalen New Yorker Nachtlebens in den 70er und 80er Jahren oder seine Aktkörperstudien, Porträts seiner verborgenen Liebhaber und Partner oder gar leer und verlassen wirkende Hotelzimmer, in denen er teilweise wohnte. Oder gar die intimen Momente seines Rückzugsorts in Montauk, wo er sich offen ausleben konnte. Durch die lange Zusammenarbeit und Freundschaft zu einem, wenn nicht dem größten Sammler an Warhol-Originalabzügen und Polaroids, konnte ich in dem Archiv von ihm Bilder finden, die einen auch mir bis dato nicht ganz bekannten Künstler zeigen. Mhm. Persönlich nah und unverfälscht. Ja. Und zu dem Werdegang der Ausstellung, beziehungsweise der vergangenen Ausstellung. Wir haben ja 2021 unsere erste Andy Warhol-Ausstellung, The Photo Factory in L.A., mit Fokus auf sein fotografisches Schaffen und Umgang mit dem Medium selbst eröffnet. Und diese Ausstellung reiste dann unsere Museen in New York, Stockholm und Tallinn. Und eine Ausstellung in Berlin war ja seit je geplant. Und durch die langjährigen Kooperationen mit den Sammlern wie James Hedges oder der Jack Chaiman Galerie konnten wir die jetzige Ausstellung auch realisieren. Jedoch mit einem neuen kuratorischen Anker, und zwar wie Andy seine Sehnsucht nach Dazugehörigkeit, Akzeptanz und Verständnis mithilfe seiner Kamera festgehalten hat. Ja, welche Zugehörigkeit meinst du da oder meint ihr da? Die Zugehörigkeit zu den Kollektiven und auch zu dieser, für mich dann zu der Party, zu den Celebrities und der Community. Mhm. Was natürlich auch diese Herangehensweise eines Künstlers und den Werdegang eines Künstlers immer darstellen kann. Also am bekanntesten sind wahrscheinlich seine Selbstporträts. Ja. Die in den frühen 70er Jahren bis kurz vor seinem Ableben 87 entstanden sind. Und speziell das bei uns ausgestellte Self-Portrait in Fried Wig von 86. Mhm. Dies nahm er nämlich 9 Monate vor seinem Tod auf. Und das Foto mit Schreckensperücke ist ein Teil seiner letzten Selbstporträtserie, die in Vorbereitung auf seine großformatigen Leinwandbilder entstand und zeigt ihn ungewohnt und unperfekt und mit Falten des Alterns kurz vor seinem Ableben. Und auch eine Reihe an Polaroids von Berühmtheiten ist zu sehen. Diese ungeschönten Porträts verewigten nicht nur die Gesichter der Stars und legten die Facetten hinter ihren öffentlichen Persönlichkeiten frei, sondern beinhalten auch die Auftragsarbeiten, die er nach erfolglosen Galerieausstellungen anfertigen musste, um sein Studio aufrechtzuerhalten. Was ja auch große Parallelen für mich bedeutet, selbst mit meinem künstlerischen Schaffen damals und vielen befreundeten Künstlern konnte ich da die Parallelen ziehen. Mhm. Sehr spannend für mich sind die Silver Gelatin-Abzüge aus seiner eigenen Perspektive heraus über den Tisch fotografiert, hinein in dieses hedonistische New Yorker Nachtleben der Zeit. Und das soll uns einen Kontext geben, wo und in welchem Moment wir uns befinden. Auch den Zeitpunkt von After the Party, den du schon so schön anmoderiert hast. Und daher kam auch der Titel, den ich für die Ausstellung gewählt habe, ist da zu finden. Also nachdem die feierten Gäste die Szenerie verlassen haben und er noch am Tisch verblieb, alleine und bis zum Schluss. Und neben diesen Arbeiten stellen wir auch Aufnahmen oder zeigen wir auch Aufnahmen ganz stiller und verlassener und unbewohnt wirkender Hotelzimmer aus, in denen er sich aufhielt und teilweise lebte. Dann lass uns noch ein bisschen über die Bilder sprechen. Ich habe nur mitbekommen, dass es auch einige Bilder gibt und Filme, die so sehr explizit sind. Das heißt, man sieht männliche, weibliche Geschlechtsorgane, Sex. Lange wurde ja Warhol auch so ein bisschen Pornografie mal vorgeworfen. Wie blickst du denn auf das Thema jetzt auch im Zuge eurer Ausstellung? Also es gibt Stimmen, die sagen, dass er sehr, darf ich Penis sagen? Also na klar. Wenn er Penis, also es gibt Stimmen, die sagen, dass sein Werk sehr penislastig ist. Mhm. Und auch wir haben die Polaroids der als Sexparts und Torso bekannten Serie ausgestellt. Und diese verwischte auch die Grenze zwischen Kunst und Pornografie. Und das sind Nahaufnahmen von Torsi, Gesäßen und Penisse. Mhm. Und Andy bezeichnet diese in seinen Tagebüchern als Landschaft, indem er meist den männlichen Körper vom Sexobjekt zu einer Landschaft abstrahierte. Und somit löste er sich vom Realen und vom Körperlichen. Aber ja, ich bin bei dir. Es ist immer ein Balanceakt gewesen zwischen der Pornografie und der Kunst, speziell in diesen Arbeiten. Ja. Und auch neben diesen, den fragilen und tänzerhaft anmutenden Aufnahmen von seinem damaligen Partner Victor Hugo oder den Porträts, die wir zeigen aus der Querelle-Serie,
kann man auch seine Sehnsucht nach Schönheit, speziell der Männer, erkennen. Ja. Warum, also Warhols queere Kunst wurde ja bis jetzt noch gar nicht so viel gezeigt, aber spätestens seit es diese Biografie von Blake Gopnik gab, hat sich das alles so ein bisschen geändert. Manche kritisieren daran auf jeden Fall, das sei Identitätspolitik, Warhol alleine über seine sexuelle Identität jetzt darzustellen. Wie siehst du das und warum habt ihr diesen Zeitpunkt für die Ausstellung gewählt? Naja, Warhol ist ja schon bis heute auch sehr relevant, und zu dem Thema Queerness, wenn du darauf abziehen möchtest, was ich gut verstehen kann. Nun, er hatte sich nie geoutet, stritt aber auch nie ab, dass er homosexuell ist. Also man könnte auch fragen, ob er trotzdem ein Aktivist für Queer Rights war. Und seine Beziehung zur Sexualität und ihrer öffentlichen Wahrnehmung ist komplex und wahrscheinlich auch nuanciert. Und es stimmt zwar, dass er sich nie explizit in der Öffentlichkeit outete, aber er verbarg auch nicht seine sexuelle Orientierung. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch gut in seinen Arbeiten sehen. Und auch sein Leben und seine sozialen Kreise war tief in der LGBTQ+-Community verankert. Mhm. Seine Zurückhaltung, offen über seine Sexualität im traditionellen Sinne zu sprechen, kann als Ausdruck der Zeit angesehen werden, glaube ich. Ja. Die Mitte des 20. Jahrhunderts war ja eine Zeit, in der es schwerwiegende soziale und berufliche Folgen haben konnte, offen homosexuell zu sein. Und trotzdem waren seine Kunst und Persönlichkeit von Natur aus queer. Mhm. Und auch war er für seine engen Beziehungen zu anderen homosexuellen Männern bekannt und porträtierte in seinen Arbeiten häufig queere Themen und Personen. Und auch sein berühmtes Studio The Factory war ein Zentrum gegen kulturelle Aktivitäten und ein sicherer Ort für marginalisierte Menschen, darunter natürlich auch die LGBTQ+-Menschen. Und nochmal, was den Aktivismus selbst angeht, vielleicht war Warhol zwar kein Aktivist im traditionellen Sinne eines Protestmarschers oder der Abgabe öffentlicher Erklärungen, aber sein Leben und seine Arbeit trug jedoch zur Sichtbarkeit und Akzeptanz der Gemeinschaft bei und macht ihn zu einer wichtigen Figur in der Geschichte der queeren Rechte. Ja. Und ich glaube, das könnt ihr auch in der Ausstellung sehen. Was, also jetzt noch kurz zur Ausstellung. Ich habe gelesen, dass die Ausstellung so ein bisschen die Atmosphäre eines Darkrooms irgendwie widerspiegelt. Also es gibt nicht so viel Licht, es ist alles so ein bisschen schummrig, intime Fotos, die teilweise auch sehr vergrößert dargestellt sind. Warum habt ihr euch denn für diese Art der Ausstellung, der Darstellung entschieden? Also generell ist es ja in unserer DNA, eine gewisse Beleuchtungstechnik anzuwenden in unseren Ausstellungshäusern weltweit. Und natürlich ist da eine sehr punktuelle Beleuchtung der Kunstwerke schon immer in unserer Historie gewesen. Und ich finde, das unterstützt auch die Arbeiten von Andy in dem Sinn. Also wir sind jetzt kein klassischer Wiped Cube Exhibition Space, sondern akzentuieren auch mit Farbe und versuchen, verschiedene Zonen zu schaffen. Ein Darkroom selbst habe ich per se nicht gesehen. Wahrscheinlich wirkt das auch mit der Darstellung der Videoarbeiten das in den kann dunklen sein. Räumen. Genau, aber das sonst war es mir auch wichtig, eine gewisse Farbe in den Ausstellungsraum zu finden. Also ich habe mich dann an den alten Lippenstifttönen der Celebrity-Portraits orientiert und an diesen Washed-Out-Yellow-Tones der Polaroids, die so langsam verbleichen. Und das wollte ich dann auch im ganzen Ausstellungsraum wiederfinden, bis hin zu den silbernen Element der Factory, was sich um seine Selbstporträts herum findet. Das klingt auf jeden Fall gut, vor allem für Menschen, die vielleicht keine Lust haben auf die White Cube-Ausstellungen. Noch zum Abschluss, Thomas. After the Party läuft jetzt schon seit Mitte Mai. Kannst du uns ein bisschen berichten, was so die ersten Reaktionen oder mittlerweile auch schon mehrere Reaktionen darauf waren? Also ich freue mich natürlich über die positiven Reaktionen unserer Gäste, die in der Ausstellung etwas Neues über den Künstler und die Person Andy Warhol oder Andrew Warholer, wie er sich damals nannte, bevor er den Namen gewechselt hat, gefunden haben und damit auch Verbindungen in die heutige Zeit ziehen können, mit dieser Sehnsucht nach dem Finden und dem Dazugehören und den. Also ich habe mit Künstlern gesprochen, die natürlich auch wissen, wie es ist, wenn man kommissionierte Auftragsarbeiten machen muss, um seine artistische Practice weiterzuführen. Und genauso das finden wir auch bei Warhols Celebrity Portraits. Also die peelen nicht die Layers
wie eine Banane runter und versuchen, dieses Icon Celebrity zu entblößen und nahbarer zu machen, sondern waren auch teilweise wirklich Auftragsarbeiten des Künstlers nach einer erfolglosen Galerieshow. Und ich finde, man hat da schon Parallelen in die Heutzeit. Also das ist ein Feedback, was wir bekommen haben, ja. Das sagt Thomas Schäfer. Er hat die Ausstellung After the Party in der Fotografeska in Berlin kuratiert. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, Thomas. Vielen Dank für die Zeit und die Einladung. Danke dir. Andy Warhol, die Ikone der Pop-Art. Gleich zwei Ausstellungen in Berlin zeigen aber mal eine ganz andere Seite des Künstlers, nämlich seine Suche nach männlicher Schönheit und seine Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität. After the Party könnt ihr euch noch bis zum 15. September in der Fotografiska anschauen. Und Velvet Rage and Beauty in der Neuen Nationalgalerie hat jetzt am Wochenende eröffnet und läuft noch bis zum 6. Oktober. Wie die ersten Tage da waren und wie sie Velvet Rage and Beauty überhaupt gemacht haben, darüber spreche ich in der nächsten Folge mit Klaus Biesenbach und Lisa Botti von der Neuen Nationalgalerie. Diese und auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, findet ihr natürlich auch auf unserer Website detektor.fm und überall dort, wo ihr sonst auch gerne eure Podcasts hört. Mein Dank geht an dieser Stelle natürlich wie immer an meine Kollegin Sarah-Marie Plikat. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aline Wrozina. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage macht's gut und bis zur nächsten Folge. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.